So, da sind wir wieder bei Company of Heroes mit mir, dem Manu. Wir hatten jetzt die Mission in Saint-Lô, abgeschlossen, haben sogar die Medaille erhalten in der Mission und werden jetzt fortfahren zur nächsten. Und zwar direkt jetzt. Morgenstunden wurde die Panzerlehrdivision durch ein Flächenbombardement des 8. US-Air Force-Verbandes fast vollständig ausgelöscht. Einige Pantherpanzer, die das Bombardement heil überstanden haben, befinden sich auf dem Rückzug. Die Ebel-Kompanie wird ihnen mit Unterstützung der 4. Kavallerie nachsetzen. Damit wir den schwer gepanzerten Panzern etwas entgegenzusetzen haben, wurden wir mit M10 Tank-Destroyern ausgestattet. Ja, schade, dass es noch die M10s sind und nicht die Hellcats, die es in der Erweiterung gibt. Die sind nämlich doch durchaus ein kleines Stückchen besser. Weil gegen diese Panther, das sind nämlich schon echt ordentliche Monster, müssen wir halt jetzt dann mit den M10s vorlieb nehmen. Die Hellcats wären ein bisschen besser gewesen. So, dann legen wir doch direkt mal los. So, auf der Karte brauchen wir Okay, die alleroberdringendstens Benzin. Panzerlehrdivision hat heute Morgen ordentlich was auf die Nuss bekommen. Teile ihrer Pantherverbände sind aber immer noch einsatzbereit und somit eine Bedrohung für uns. Die Luftaufklärung meldet, dass die Panther zuletzt in diesem Gebiet gesehen wurden. Vermutlich warten sie dort auf uns. Sie sind uns in puncto Feuerkraft überlegen, seid also vorsichtig. Sobald wir die Panther lokalisiert haben, setzen wir Shermans und Infanterie ein, um sie aus ihren Stellungen zu locken. Dann rufen wir die M10 Tank Destroyer auf den Plan und fallen ihnen damit in die Flanke. Ja, das habe ich jetzt schon öfter mal probiert, das so zu machen. Manchmal funktioniert das Die auch. Pause ist vorbei. Los, wieder Krieg, meine Herren. Allerdings nicht immer. Gruppe mir nach, wie wir das einnehmen werden. So, Pioniere. Pioniere bereit für die Schlacht. Und zwar bauen wir erstmal Baracken. Verstanden. Oh, dann gehen das nicht gut. Dann nehmen wir doch mal Unsere M10 sind zwar schnell und robust, aber nicht so schnell wie ein Panther. Zielt auf die Seiten oder die Heckenpanzerung. Heckenpanzerung? Ja, ist auch okay. Heckenpanzerung können wir natürlich auch schießen. Auf die Heckenpanzerung. Ich denke, Sie haben Heckpanzerung gemeint. Das würde definitiv mehr Sinn machen. So, Barackenhammer. Das heißt, als nächstes kommt, ihr wisst es natürlich schon, das Nachschublager. Und dann direkt das Panzerdepot. So. Ich weiß natürlich nicht mehr genau, wo die Panther stehen. Ist, glaube ich, auch nicht so schlimm. Die werde ich schon irgendwie finden. Ach, Panzerdepot haben wir ja sogar schon. Dann werde ich direkt meine Ressourcen ausgeben, um das neue Geschütz zu erforschen, weil das dann doch ein bisschen schlagkräftiger gegen Panzer ist. Mit dem alten kommt man ja nicht sonderlich weit. Und ich werde nachher, so lächerlich es auch klingt, mit meinen Pionieren versuchen, hier so einen schönen Wall aus Panzersperren zu legen. Pioniere in Bewegung. Ich werde auch noch einen Trupp Pioniere dafür bauen. Ich weiß noch nicht ganz, ob ich die gesamte Bauzeit aufnehmen werde. Muss ich mal gucken. Ein Sherman und dann brauche ich noch mehr Arbeitskraft.
Das heißt, Produktionsstufe 1 und 2 sind natürlich auch die nächsten Ziele. Aber zunächst, das wird meine Gruppe 2. Zunächst, wie versprochen, Panzer sperren. Wahrscheinlich werden wir hier jetzt dann gleich mit Feuer begrüßt. So, hier lassen wir offen. So, während die Pioniere das schön bauen. Ach Gott sei Dank, das waren die. Uff. Das waren die Schweißgeräte von denen. Meine Güte, bin ich gerade erschrocken. Bauen wir noch einen Wolverine, also M10 Jagdpanzer. Die Infanterie kommt diesmal auf Gruppe 3, nicht auf 2 wie sonst immer. Und die Pioniere werden ein Stückchen weiter nach vorne gestellt von der Gruppe her. Einfach aufgrund dessen, weil ich die Pioniere jetzt ziemlich häufig brauchen werde, um meine Panzer zu reparieren. Die Mission für die Medaille wird man erfahren, sobald ich einen Panzer verliere. Da werde ich dann nachher nochmal drauf zu sprechen kommen. Ansonsten müssen wir mal gucken, wie wir jetzt vorgehen. Also ich habe es mal probiert, hier lang vorzurücken auf den Flughafen hier hinten. Hier hinten ist allerdings immer die Hölle los, deswegen lasse ich das meistens, sondern rück einfach hier so entlang dann. Ich weiß nicht mehr, was da runter hagelt, aber irgendwas. Entweder ist es ein Flugzeug oder Artillerie. Ich bin mir nicht mehr sicher, was es war. Das werden wir aber noch sehen. Vielleicht werde ich ja doch noch den Fehler machen, da rein zu heizen. So, die Wolverines. Wie man sieht, sind schön detailliert gemacht. Mit den zwei Typen, die hier oben drin sitzen und die Kanone bedienen. Sergeant, sehen Sie zu, dass eine MG auf dieser Blechbüchse hier montiert wird. Die MGs möchte ich eigentlich auch ganz gerne hier drauf haben. Einfach, um noch ein bisschen schlagkräftiger gegen Infanterie zu sein. Fände ich super. Des Weiteren werde ich diesen Zugang hier halten durch Panzerabwehrgeschütze, zwei Stück, soweit ich mir das jetzt gerade im Moment vorstelle. Und hier überall in den Ecken so ein bisschen MG-Nester, damit hier nicht Infanterie mal noch durchschlüpft und mich ein bisschen frustriert. Ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. So, eigentlich sollte ich zwei Gruppen machen aus meinen Panzern, und zwar um das so zu machen, wie die es vorher gesagt haben, dass ich mit meinen M10s so ein bisschen flankieren kann. Ja. Habe ich jetzt ehrlich gesagt keinen Bock drauf. Würde mir natürlich den Verlust von Panzern ersparen. Ja, vielleicht sollte ich das doch machen. Also, Infanterie auf Gruppe 4, Pioniere auf Gruppe 3, jetzt Tatsache. Die Shermans auf 1 und die Wolverines auf 2. Genau. Also ich denke mal, dass das die Wolverines sind. Die sehen mal zumindest ziemlich so aus. Wenn sie es nicht sind, könnt ihr mich natürlich gerne korrigieren. Ich glaube, die Hellcats waren die M26, soweit ich mich noch erinnern kann. Naja, das wird man alles irgendwann noch sehen. Ich glaube, diesen hier, also wir spielen mal wieder auf der Seite der Panzerkompanie, Panzerverstärkung, haben wir die schnelle Entwicklung von Panzern, die Reparaturen im Feld. Und, das ist der M26, der Pershing. So, habe ich mich direkt schon selber korrigiert. Hier haben wir natürlich noch den Logistikbaum, wo wir mit den leichten Fahrzeugen, wie beispielsweise den Greyhounds und den Jeeps, Punkte einnehmen können. Finde ich jetzt nicht so interessant. Die alliierte Kriegsmaschinerie ist ganz nett, wenn man Munition im Überfluss hat und gerade weiß, dass man Panzer verlieren wird, höchstwahrscheinlich, weil das dazu führt, dass Verluste in den Panzereinheiten beim Hauptquartier sofort ersetzt werden. Was bedeutet, man muss die nicht nachbauen und spart sich unglaublich viele Ressourcen.
Dann der Calliope-Raketenwerfer. Ist jetzt für uns in der Mission auch nicht sonderlich interessant. Mir wäre es lieb, wenn wir den hier kriegen könnten. Tun wir aber wahrscheinlich nicht. Ich glaube, der ist gesperrt. Soweit ich weiß. Der müsste erst in der nächsten Mission freigeschalten werden. Dann nutzen wir hier mal die Infanterie so ein bisschen, um da noch den Beobachtungsposten draufzustellen. Und dann... Jetzt haben wir natürlich Baracken gebaut und keine Waffenforschungszentren. Oh, da muss aber noch eine Panzersperre rein. Das ist so nicht zufriedenstellend, Jungs. Okay, Mädels, holt Hammer und Nägel. Das ist so noch nicht so ganz zufriedenstellend. Jetzt muss ich leider ein bisschen viel von meinem Benzin dafür hergeben, MG-Nester zu bauen. Dient aber letzten Endes dem höheren Zweck. Insofern ist das vielleicht gar nicht mal so eine beschissene Idee. Hier muss ich auch noch dicht machen. Das passt mir so auch noch nicht so ganz. Kommt mal her. Achso, verdammt, jetzt habe ich den Bauauftrag von da vorne gerade ein bisschen. Habe ich den jetzt auch? Oder weigern die sich einfach da irgendwas hinzubauen? Arbeitsverweigerung wird eigentlich mit Kriegsgericht bestraft, ne, Jungs? Nur mal so ein kleiner Wink mit dem Zaunpfahl. Konstruktion abgeschlossen. Oder in eurem Fall so ein kleiner Wink mit dem Schweißbrenner. So, da kommt ein MG-Nest hin. Konstruktion ist abgeschlossen. Dann würde ich sagen, kommt. Ja, ich baue erstmal noch kurz eine Fahrbereitschaft. Wie man sieht, hier ist ziemlich ruhig gerade alles. Liegt daran, dass ich noch nicht wirklich versucht habe, vorzustoßen. So, dann bauen wir, denke ich, hier ein MG-Nest hin. Bauauftrag abgeschlossen. Hier bauen wir eine hin. Und ganz auf jeden Fall hier. Bauen wir am besten gleich zwei hin. Hier würde ich eigentlich auch gerne noch eine hinbauen. Allerdings habe ich die Befürchtung, dass die direkt von Panzern zerschossen wird. Ja, jetzt haben wir eh nicht mehr genug Arbeitskraft. Erinnert mich ein bisschen an die Autowerkstatt zu Hause. Ja gut, das nächste, was jetzt kommt, werden Panzerabwehrgeschütze sein. Und zwar genau hier. Weil dadurch, dass hier jetzt alles dicht ist mit Panzersperren, ja mehr oder weniger dicht ist, fahren die Panzer hier außen rum und versuchen hier an unsere Basis ranzukommen. Weswegen ich versuchen werde, hier ein Panzerabwehrgeschütz hinzustellen. Und zwar am besten so, dass es außerhalb der Reichweite der Panzer steht und das MG-Nest hauptsächlich beschossen wird. Ist zwar nicht sonderlich nett von mir für, gegenüber dem MG-Nest, aber naja. Hilft mir einfach, dass ich nicht sonderlich häufig die Panzerabwehrkanonen nachbauen muss. So, 203. Ja, ich glaube, ich mache erstmal noch die Produktionsstufe. Solange wir jetzt noch nicht dringend den Bedarf an Panzerabwehrgeschützen haben, kann ich ja jetzt noch ein bisschen die Produktionsstufen machen. Und dann mal Richtung Panzerabwehrgeschütze. So, ich glaube, hier stelle ich auch noch ein Panzerabwehrgeschütz hin, einfach aufgrund dessen, weil meine Erfahrung gezeigt hat, dass die Panzer auch gerne von hier aus versuchen, diesen Beobachtungsposten platt zu schießen, was sie manchmal auch durchaus geschafft haben. Deswegen möchte ich den Zugang hier auch noch so ein bisschen abdichten. Muss ich allerdings gucken, wie ich das machen werde, ob ich das direkt hier hinstelle. Ja, wäre, glaube ich, gar nicht mal so eine dumme Idee. Vorher werde ich allerdings gerade die Ruhe nutzen und die Produktionsstufe 2 noch machen. Ja, perfekt. So, haben wir hier jetzt schon ein bisschen Verteidigung gegen Infanterie. Stellen wir hier noch ein MG-Nest hin, geht nicht.
wir brauchen noch 30, 20 Arbeitskräfte. Treibstoff haben wir im Moment noch zu meiner Verwunderung genug. So, passt. Und zwar bauen wir das hier so hin. Jo. Das sieht gut aus. Und hier mittendrin kommt die Panzerabwehrkanone hin. Kann natürlich sein, dass die ab und an mal auf unsere eigenen MG-Nester schießen. Wäre jetzt nicht so berauschend, aber mein Gott. Gibt, glaube ich, Schlimmeres. Das war's. Konstruktion abgeschlossen. Insofern. Ja, sollen wir mal den ersten Panzer aufspüren gehen? Machen wir doch mal. So. Feindlicher Panzer gesichtet! Wo? Was? Setz Nebel ein! Oh. Was der Panther nicht sieht, kann er nicht beschießen! Da hinten. Und gut. Ja. Da kommt er jetzt angefahren, glaube ich. Da ist er. So, dann versuchen wir es doch mal so, dass wir den Panther so ein bisschen flankieren und versuchen, den in die Heckpanzerung reinzuschießen. Oh, okay. Eventuell müssen wir uns da aber auch erstmal noch um das Stück kümmern. Ja, der ist gleich im Eimer. Crowdpanzer im Anmarsch! So, das war sein Hauptgeschütz. Volltreffer! Der Panzer ist erledigt! Oh oh. Puh, das war Glück. Jetzt auch das Hauptgeschütz zerstört. Also wie man sieht, hier muss ich jetzt dann direkt mit meinen Pionieren ran, wenn ich nicht direkt die ganze Zeit meine Munition verbrauchen möchte für die Feldreparaturen. Ja, aber einen Panther haben wir schon mal ausgeschalten. Hatte ich jetzt doch ein bisschen mehr Angst davor als als nötig, wie es aussieht. So. Dann ziehen wir uns mal wieder ein Stückchen zurück. Für Reparaturzwecke. Weil der eine Wolverine ist ja doch schon ziemlich mitgenommen. So, die Pios sind fertig. Produktionsstufe 2 fertig. Das heißt, wir können uns jetzt so ein bisschen den Panzerabwehrgeschützen widmen. Die kosten mich 3 Bevölkerung. Ja, die möchte ich ausgeben, einfach um meine Basis so ein bisschen sicher zu wissen. Mag vielleicht ein bisschen übertrieben sein. Ich finde aber, wenn die mir meine Basis zerhageln, ist der Schaden doch ein bisschen größer als wie wenn ich jetzt 3 Bevölkerungspunkte aufwenden müsste. So, dann möchte ich mal noch gucken, dass ich auf den hier noch das Geschütz drauf geklatscht bekomme. So, die erste Panzerabwehr ist fertig. Mal gucken, ob wir die hier reingequetscht kriegen. Ohne die Panzer, ohne die Sandsäcke zu überfahren. Wäre doch schon mal ziemlich hilfreich. Ja, wie man sieht, 2 Pioniertrupps sind nicht schlecht für Reparaturen. So, dann widmen wir uns doch direkt der weiteren Panzerproduktion. 55 und 300 Arbeitskraft brauche ich da noch für. Mich pisst das gerade so ein bisschen an, dass mein Bevölkerungslimit bei 75 ist in Multiplayer, auf Multiplayer-Maps. Je nachdem, wie viele Punkte man eingenommen hat, hat man 200. Also insofern so ein bisschen mehr zu verbauen, braucht man dann allerdings auch, weil man ein bisschen mehr Platz zum ein bisschen mehr Truppen zum reagieren haben muss. So, 2 Wolverines und 3 Shermans haben wir jetzt.
Dann, wo könnte der nächste Panther versteckt sein? Ja, soweit hier sieht immer arg nach Panther aus. So, so Trümmer sind. Sehen Sie zu, dass ein MG auf dieser Blechbüchse hier montiert wird. Es wird Zeit, dass wir die Crowds in Stücke schießen. So, das Schöne ist, meine eigenen Panzer können diese Panzersperren jetzt auch nicht killen, weil das machen die dann doch ganz gern mal. Und dann nehmen wir doch direkt den nächsten Treibstoffpunkt ein. Treibstoff ist wie gesagt ziemlich wichtig auf der Map hier. Ganz klar, weil unsere Panzer damit fahren. Beziehungsweise wir die brauchen, wir das Benzin brauchen, um unsere Panzer überhaupt bauen zu können. Überprüfen und so. Ne, gerade nicht. Nehmen wir den Punkt hier noch ein und vielleicht den hier, wenn uns wenn der Computer uns das zulässt. Und hier die packen. Gruppe 2 hat jetzt ebenfalls einen Panzer mehr, das heißt wir haben jetzt 3 Shermans und 3 Wolverines. Pioniere kampfbereit. Wenn wir damit fertig sind, ist es wie neu. So. Zielobjekt gesichert. Der Boogeyman hat den Deutschen also voll erwischt. Muss innerhalb des eigenen Territoriums errichtet werden. Das heißt, wir brauchen entweder den oder den Punkt dafür. Bin ich dafür, dass wir versuchen, den hier einzunehmen. So, normalerweise ist es gar keine schlechte Idee, so eine Kombi aus Infanterie und Panzern loszuschicken. Wie wir in der letzten Mission gesehen haben, ist Infanterie teilweise ziemlich schlagkräftig, allerdings unglaublich wehrlos gegen Panzer, solange sie keine Panzerfäuste haben, und gegen MGs, wo dann natürlich unsere motorisierten Truppen ein bisschen unterstützen können. Ich hoffe mal, wir kriegen die 2 Punkte jetzt dann recht schnell zusammen, weil die brauchen wir, die Fähigkeit Feldreparatur brauchen wir unbedingt für die Mission. Ihr werdet noch sehen, warum. Werde ich noch nicht verraten. Das Ganze so ein bisschen, naja, spannend, jetzt nicht unbedingt, aber nicht direkt zu verraten. So, jetzt müsste ich dann gleich mal so einen Beobachtungsposten draufstellen können. Perfekt. Ja, also da kommt dann halt der Infanterie, die Infanteriekompanie ziemlich gut, ne? Da könnte ich jetzt beispielsweise noch so einen kleinen Minengürtel drumrum ziehen, dann könnten sie mir das nicht einnehmen. Oder Panzersperren irgendwo hinbauen mit Infanterie. Geht natürlich wesentlich schneller als mit Pionieren. Ja, man kann nicht alles haben. So, ich glaube hier war auch noch irgendwo was, soweit ich mich erinnern kann. Hier war noch irgendwo, ein Scharfschütze. Aber hier war, glaube ich, auch noch irgendwo ein Panther. Oder? Oder nee? Oder ja? Irgendwie dachte ich, hier sei ein Panther. Ja, dann möchte ich jetzt allerdings doch noch den Scharfschützen ausschalten, bevor ich hier mit meiner Infanterie antanze. Ist, glaube ich, auch verständlich. Wow, okay. Ich habe mich also nicht getäuscht. Na komm schon. Ich brauche euch dringendst. Sieht gut aus. Der Panther hat dann doch gegen 6 Panzer keine Chance. Allerdings ist das schon ziemlich bemerkenswert, dass er überhaupt gegen 6 Panzer so lange durchhält.
Ja, wie man sieht, unsere Jagdpanzer sind doch ganz gut gegen feindliche Panzer. Okay, da haben wir jetzt schon überall die Leute drauf sitzen. Dann nehme ich jetzt mal Gruppe 4 und nehme das hier ein. Und während ich mit meinen Pionieren hier die Panzer repariere, die brauche ich nämlich echt dringend. Jetzt haben wir mittlerweile doch schon Munition angespart für immerhin zweimal reparieren oder dreimal. Ja, wobei fast viermal. So, die Panzerabwehr, das Panzerabwehrgeschütz macht hier auch gut Schaden. Jupp, Hauptgeschütz zerstört, Motor zerstört, komm, schieß noch einmal. Bäm. Jawohl. Das war ein Treffer wie aus dem Bilderbuch. So sehe ich das gerne. Hier können wir noch einen Beobachtungsposten draufklatschen. Oh, ein Flachpanzer. Ach, übertreib's nicht. Gut, dann bauen wir hier direkt einen Beobachtungsposten drauf. Hier sollte man eigentlich auch noch einen drauf bauen. Allerdings habe ich jetzt gerade keinen Bock, mit meinen Panzern da wieder zurückzurücken. Dann gehe ich, denke ich mal, hier irgendwo mal noch auf die Jagd. Ich könnte mir noch ein bis zwei Panzer leisten sogar. Wie viel kosten die? 6 und die 8. Ja, perfekt. Dann hätte ich 4-4. Boom. So. Gruppe 3 muss... Scheiße, muss zurück. Ich weiß, Scheiße sollte man nicht sagen, aber manchmal ist es wirklich einfach... Bricht's einfach durch. Ja, wobei, wenn jetzt die Pioniere hier schon durchrücken, dann kann die Infanterie auch durchrücken. So, das ist Gruppe 1. Du kriegst noch ein Geschütz. Gruppe 2 ist sicher auch gleich vollständig. Also diese Beobachtungsposten baue ich jetzt nicht nur drauf, damit die Nazis mir die Sachen nicht so schnell wieder abnehmen, sondern auch, dass ich mehr Ressourcen daraus kriege. Ich hasse Flakpanzer, ich hasse sie. Nicht nur, dass die einem die Airborne Ranger aus dem Himmel wegschießen, sondern auch noch die Infanterie im Vorbeilaufen noch zerhageln müssen. Ah, hier steht jetzt doch einiges. Verstärkung ist auf dem Weg. Vier Panzer am rechten Bildseite haben die Kavallerie angefordert. Hat hier jemand die Kavallerie gerufen? Dass dieser Blechgruppen in Bewegung gesetzt wird. Panzer bereit, mal ein bisschen Kraster an ihn anzutreten. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Tja, Jungs, hier gibt's leider nichts mit Fliehen. Ihr müsst leider dran glauben. So, mit meiner Gruppe 3 wollte ich hier nicht noch reparieren, deswegen habe ich die eigentlich zurückgeschickt. Naja, okay, das Spiel sagt auch Scheiße, also kann man es mir, glaube ich, auch nicht übel nehmen. So, dann. Also meistens stehen die Panther an irgendeiner Stelle, wo man ungut flankieren kann. Wollte ich mal so sagen. Die zwei, die jetzt da waren, die waren total easy zu flankieren, aber später wird es nicht mehr so einfach. Oh je, Panzerabwehrfeuer. Ja, Panzerabwehrfeuer ist nicht gut. Wow, das tat weh. Da werden wir direkt mal gucken, dass wir das mit Priorität beschießen. Einheit ausgeschaltet.
ziehe mich erstmal wieder zurück. So, wir haben Feldreparaturen. Da müsste ich mich hier eigentlich gar nicht zurückziehen. Bestätige. Ja, das Problem ist hier auch noch alles so schön sumpfig. Deswegen sich unsere Panzer schlecht bewegen, schlecht drehen. So, ich habe jetzt direkt schon mal Munition rausgeblasen, weil ich einfach keinen Panzer verlieren möchte. Weil die sind jetzt doch schon durchaus gut befördert. So, dann. Reparatur, Großeinsatz. Das, das, das. Sowie das. Dankeschön. Und dann müssen wir hier nochmal versuchen, die Pack wegzukriegen. Die stand genau hier. Darf ich nicht vergessen. Tue ich wahrscheinlich eh. Wir haben schon wieder dreimal Feldreparatur gesammelt. Finde ich eine super Neuigkeit. So. Was haben wir hier noch rumstehen? Alles gut, alles heile noch. Ja, dass die jetzt hier außerhalb der Sandsackmauern steht, interessiert mich jetzt nicht so arg. Wenn sie zerhagelt wird, wird sie halt zerhagelt, mein Gott. So, die Shermans sind wieder voll, die Wolverines auch gleich. Den Punkt hier haben wir eingenommen. Tja, Wein trinken und schönen deutschen Frauen nachstellen ist leider nicht immer drin. Muss ich dich ja doch mal enttäuschen. So, also wir kümmern uns jetzt um die Pack, die irgendwo hier war. Ha, hab's nicht vergessen. Ordentliche Leistung, kann ich mir direkt schon mal auf die Schulter klopfen. Hier ist irgendwas, hier fährt irgendwas. Das höre ich doch direkt. Das ist irgendwo anders hingefahren. Dahin. Poff. Ah, das hat gesessen. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Ja, mit dem Wolverine gegen Panzerabwehrgeschütz ist jetzt nicht so eine gute Idee. Einfach weil die eine ziemlich schwache Panzerung haben, aufgrund dessen, weil sie schnell sein sollen. Ich glaube, ich habe einen erwischt. Sie greifen eine unserer vorgelagerten Stellungen an und wollen sie erobern. Okay, jetzt geht das los. Dieses Generve von da. Oh, schön. Einige gesicherten Sektoren wird angegriffen. Gefällt mir auch sehr gut. Die M10 sind schon cool. Die kommen reingefahren und boom, direkt. Direkt eins ins Gesicht bekommen. Hier Infanterie, die nicht durchkommt, sehr gut. Das sehe ich sehr gerne. Einheit ausgeschaltet. So, ich halte jetzt meine Panzergesichte, Waffen bereit. Wow, okay. Vorsicht, Sie haben Goliath. Durch ihre vordere Panzerung kommen wir nicht durch. Wir müssen die Panther flankieren. Shit, da steht noch ein. Wow. Ach du meine Güte. Fuck. Panzer verloren. So, wir müssen nämlich für die Medaille die Verluste der Panzer gering halten. Wir haben den Panther verloren. Erkundet das Gebiet, ehe der Panther uns flankiert. Das heißt, wir können direkt wieder einen Sherman nachbauen. Da nervt doch direkt die Infanterie wieder rum.
Ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen bescheuert, aber das Problem war, ich habe nicht nur hier den Panther gehabt, sondern hier oben auch noch ein Panzerabwehrgeschütz. Müssen wir vielleicht von irgendeiner anderen Seite ran. So, jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass meine Panzer nicht so viel Verluste erleiden, damit ich die Dings hier kriege, die Medaille. So. Das heißt, häufig reparieren ist einfach notwendig. Hier wären jetzt die Airborne Ranger oder Army Ranger super. Muss ich ehrlich sagen. Weil dadurch hat man natürlich keine Verluste bei Panzereinheiten. Haha, wie witzig. Ja. Naja, aber so ein paar Panzerfäuste, die rumliegen, wären schon cool. Sergeant, sehen Sie zu, dass ein MG auf dieser Blechbüchse hier montiert. So dass man halt einfach die Möglichkeit hat, auf irgendwas anderes auszuweichen, wenn man merkt, dass es mit Panzern gerade nicht sonderlich viel Sinn macht. Ich weiß noch nicht so genau, ich möchte ehrlich gesagt nicht wirklich über den Flugplatz fahren, weil der mir doch immer so ein bisschen Angst macht. Oh, da kommt wieder ein Stuck. So muss es laufen. Binden mit den Shermans, flankieren mit den Wolverines. Da sind die Panzer auch schnell fertig, ohne irgendwie Großverluste. So. Ja, wir kümmern uns darum. Verstanden. Ich würde gerne mal wissen, wo die ihre Stucks herholen. Ob die jetzt Off-Map holen oder aus einer Fabrik, weil dann könnte man nämlich die Fabrik zerstören. So, ich glaube, hier stand noch irgendwo ein Panther. Ich glaube, den holen wir uns als nächstes und versuchen dann hier über die Seite hochzufahren. Jo. Das wäre mir gerade am liebsten. Ich möchte mit meinen Wolverines eigentlich nachrücken. Das hier ist jetzt ganz schlecht. Na, also sowas tunlichst vermeiden. Kontakt! Es nähert sich ein Panther! Wir schleichen uns an ihnen vorbei und nehmen sie von hinten unter Beschuss. Feindliche Einheit ausgeschaltet. So, direkt flankieren. Ein Schirm noch ein bisschen kaputt. Panther zerstört! Ja. Finde ich jetzt nicht so schlimm gerade. Werde den allerdings trotzdem direkt reparieren. Bin gerade am Überlegen, ob ich meine Pios nicht direkt mitschicken soll, immer. Ich weiß nicht mehr, was hier hinten war, aber irgendwas war da, was mir noch in Erinnerung geblieben ist. Muss ich mal nachgucken. Ich glaube, da stand irgendwo noch ein Panther. Da. Da steht noch was. Und da haben wir Tatsache noch einen Panther. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Hinterhalt! Ein Panther! Der Panther zieht auf uns! Verteilt euch! Ausgeschaltet.
Okay, ich habe jetzt gerade... Nee, also sorry, dass ich gerade so ein bisschen still war. Ich musste mich jetzt gerade doch ein bisschen konzentrieren. Ich habe jetzt gerade die Aufstellung so ein bisschen umarrangiert, beziehungsweise versucht, das umzuarrangieren, indem ich die M10s jetzt gerade ein Stück nach hinten geschoben habe und die Shermans nach vorne, weil die doch ein bisschen mehr aushalten. Das muss repariert werden, im Laufschritt. Ja, aber lief doch ganz gut soweit. Und da haben wir noch ein Stück. Ha! Ja, hilft nichts. Ja. Unser Stützpunkt wird angegriffen. Das war mal so. Oh, okay. Das war die Walking Stuka. Die hier gerade wohl scheinbar eingeschlagen ist. Gut zu wissen. Der Feind hat unsere Nachschubwege durchbrochen. Ja. Bereit für den nächsten Blechschaden? Ach, da ist er. Okay. Bestätige Zielentfernung. Eine der gesicherten Sektoren wird angegriffen. Okay. Die am Markt gesehen, da war doch noch was, was man wirklich durchaus in Erinnerung halten darf. Da, da kommt schon ein Schuss noch. Der Feind drückt uns auf die Pelle. Unser nicht Stützpunkt so. Wird angegriffen. Dasselbe denkt der sich wahrscheinlich auch gerade. Sehr schön. So, da haben wir direkt zwei Beförderungen bekommen mit dem Teil. Bringen wir das Ding in Bewegung, Männer. So, dann nehmen wir gerade den Punkt noch ein. Achso, dann müssen wir vielleicht den hier auch noch einnehmen. Ja, wäre eine Idee. Bewegt euch und wie wir das einnehmen werden. Da kam auch gerade ein Stuck, wie es aussah. Oder ein Panzerwagen. Eins von beidem. Ach, die Walking Stuka. So, ein Schuss noch. Panzerabwehr bereit. Folge Ziel. Perfekt. Wurde er hingeschossen? Der Stützpunkt wird beschossen. Der feindliche Einheit ist ausgeschaltet. Hier liegen tote Crowds rum. Naja. Wobei gar nicht mehr so schlimm. So, der wird eingenommen und der hier auch. Das heißt, wir können hier mal Richtung Umspannwerk fahren. Ist auch echt schön gemacht. Ich habe selber mal ein paar Karten gebastelt bei dem Spiel mit dem Map Editor und weiß also genau, was das hier für eine Arbeit alles ist. Es sieht pillepalle aus. Ja, überall dasselbe hingeklatscht, ne? Aber es ist wirklich, es ist nicht so easy, wie man sich das vorstellt. Und wirklich unglaublich zeitfressend. So, da müssen wir jetzt mal gucken, was uns hier erwartet. Wahrscheinlich zig Millionen Packs oder so. Und drei Panther hier oben. Wahrscheinlich die letzten drei. So, so können wir noch nicht drauf bauen, weil die hier noch nicht fertig sind. Heute dürfen wir endlich kämpfen. Feindlicher Panther! Ja, direkt zwei Panther. Das war mir so klar. Der Feind hat unsere Nachschubwege durchbrochen. Feindliche Einheit ausgeschaltet. Sir, der Panther steht in Flammen. Oh, das Ding da leer. Unterstützung wird angegriffen. Sie haben Einheiten melden Verluste. Wir stecken bis zum Hals in der Scheiße. Einsatzbereit. Pioniere bereit. Schwere Kavallerie. Beilung. Schwerer Panzer. Ja, hier mal wieder so ein schöner Fehler. Wo die einfach mal durch die... Oh fuck, wir haben einen Panzer verloren. Durch die Dings, die hier durchfahren. Ah, wie man sieht, die kommen jetzt schon mit drei Beförderungen hier an. Die Deutschen haben nämlich die Möglichkeit, Gebäude zu bauen, in denen sie ihre Einheiten direkt befördern. Also, dass die direkt befördert gebaut werden können. Da sieht man hier ein gutes Beispiel für. Gruppe 1. So.
muss ich hier jetzt so ein bisschen, wow, aufpassen. Ah, da ist noch ein Panther. Eventuell muss ich mich jetzt ein Stückchen zurückziehen, weil meine Pioniere werden gerade ein bisschen zerhagelt. Allerdings möchte ich gerade den vordersten Panzer wirklich repariert behalten. Kanonier! Panzer wurde erledigt! War natürlich voll der Treffer ins Heck. Hey, cool, wir könnten uns sogar den Pershing holen. Allerdings natürlich zu wenig Bevölkerung. Haben wir einen Panzer verloren? Nein. Okay, alle Feuer hier, bitte. Treffer bestätigt! Panzer zerstört! Da. Ach, das war sogar schon der letzte Panther. Ha! Perfekt! Und wir haben die Medaille geholt. Eine Seltenheit, aber wir haben es geschafft. Oder? Haben wir? Wow, Tiger. Nicht gut. Schütze, halten Sie sich bereit. Distanz 850 Meter. Das Gebiet ist nicht gesichert. Errichtet sofort einen Verteidigungsring. In Ordnung, Spencer. Conti, genau Sie habe ich gesucht. Ziel, amerikanische Offiziere. 6, 2, 3 Grad. Feuern Sie, wenn Sie wollen. Tja, dann hat's nur wohl erwischt. Und gut. Verdammt, wir brauchen einen Sanitäter! Ja, wahrscheinlich. Also ich habe so das Gefühl, der kommt zu spät. Das werdet ihr allerdings erst in der nächsten Folge erfahren. Wir haben das Distinguished Service, die Distinguished Service Medal erhalten. Und alle Panther wurden vernichtet, das ging jetzt dann doch schneller als gedacht, aber da hinten ist einfach so ein riesen Hornissennest von denen, da muss man nur einmal reinfahren und scheucht direkt 3 oder 4 auf. Insofern haben wir das doch ganz zügig geschafft. Ich bedanke mich mal wieder fürs Zuschauen, ich hoffe es hat Spaß gemacht. Wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, kommentiert schön fleißig. Wenn es euch nicht gefallen hat, dann schreibt uns bitte drunter, also mir jetzt in diesem Fall, aber ansonsten auch für alle anderen Videos, wo es Multiplayer sind oder Let's Play Togethers, was euch an unseren Videos nicht sonderlich gut gefällt, damit wir uns einfach so ein bisschen weiterentwickeln können. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr mal wieder dabei wart und wünsche euch noch eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao!